Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Odyssey, ja? Und ja, ne, willst du dann schon mal loslaufen? Jo. Wir wollen jetzt übrigens in die Pyramide, ja? Und in die verkehrt herum. Ja, für alle übrigens, die jetzt einschalten sollten, wieso auch immer, schaut euch auf jeden Fall bis von Folge 1 an. Und ab da ist halt super geil, weil ich wiederhole halt auch jede Folge, was wir so gemacht haben. Denn, ja, das sage ich jetzt halt, in der letzten Folge haben wir erstmal wieder enorm viel gesammelt. Wir haben alle Monde, die wir so zum Level beenden brauchen, eingesammelt. Und das läuft halt ganz gut. Das war jetzt nicht gut, aber. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Wir haben eigentlich letzte Folge halt ja größtenteils alles, was man so braucht, gesammelt. Wir haben diese komischen Wüsten-Osterstatuen da gehabt. Ja. Ja, und jetzt ist halt sehr viel 2D. Schon enorm viel 2D kommt jetzt. Ja. Das sieht man eindeutig. Da musst du jetzt auf jeden Fall darauf achten, dass es können jetzt überall Geheimgänge sein, ne? Locker ist da oben, einer, Alter. Könnte ich schon wetten. Ah, das ist so verkehrt herum. Jetzt bin ich so. Ja. Alter. Oh, der war einfach, ey. Holy shit. Das gab's bei Galaxy Alter. Auch immer, das war so übel. Da gab's aber auch rechts, links noch sowas. Ja, das kann ich mir richtig übel vorstellen, ja. Achtung. So, jetzt außen. Ja, gut, dann nicht. Was ich halt wirklich gut finden würde, ist, wenn die halt die ganzen Horrorspiele Outlast für unterwegs, das wäre auch geil. Jo. Dass die ganze Börse ja mal sehen. Ach so! Ja, das ist böse Kopfstand. Kopfstandpyramide, so heißt die, genau. Deswegen ist ja halt so viel Kopfstand. Ha. Ja. Trr, trr, trr. Die jetzt direkt erwischt. Ne? Das wäre doof. Wie die Grafik sich verändert. Immer noch eine Röhre gerade noch, ne? Muss ja auch bedenken. Kann immer noch was sein, aber ich weiß gar nicht, ob wir da reinkommen. Nee, ich glaube nicht. Oh, voll daneben. Also ich meine, wir hätten es jetzt ja nicht eilig, ne? Wie gesagt, wir haben jetzt so viele Monde jetzt schon. Nee. Achso, ich muss da hinten lang. Ich dachte, ich müsste da irgendwie. Kannst du ja auch. Na gut. Direkt ey, du, 6 Leben brauchst du nicht, ey. Immer nein. Wenn du 6 Leben hast, ist das immer ganz, ganz schlimm. Hell, alles wird erleuchtet. Jetzt geht's richtig ab, Bosskampf ist da. Da oben sind die ruhig. Bösen Buben. Ich wollte an das Herz. Nice. Finde ich gut, dass die Kakteen wieder gespawnt sind. Gespawnt. Ja. Jetzt wir springen gleich wieder. Gibt's hier denn noch was, bevor wir da reingehen? Ich finde das. Nein. Doch, hier, guck. Das ist so am Leuchten. Bam, Junge! Ein Mond für dich auf der Statue. Aha! Auf dem Schwanz der Statue. Ich kann mir vorstellen, dass man noch einen Mond finden kann und dass dann das maximal erreicht ist, weil dann wird das auch schön aussehen. Nee, es gibt schon viel mehr. Doch.
Babahafte Schiff, ja. Jetzt kommt Hoppelhase, Digga. Den Grünen hast du ja schon fertig gemacht. Ja. Ihr sucht den Ring der Einheit. Den hat der Chef sich schon gekrallt. Ihr armen Schnüffler seid aber leider nicht zu seiner Hochzeit eingeladen. Schnüffler. Guck mal, er ist ein Bart, Alter. Aha! Jetzt kommt die Bitch. Wer ist hier halt wirklich weiblich? Die mit der blonden Haarpracht. Ja. Blonde, ey. Hey, ich hab den doch zurückgesteuert. Jetzt gib ihr! Babam! Alter, wie sind die im Boden gerüstet? Jetzt auf UFO-Modus! Ja. Tatsächlich fand ich, dass die noch einfacher ist als der Gegner davor tatsächlich. Na, finde ich nicht. Die habe ich besser hingekriegt. Der Grüne ist irgendwie der nervt nämlich, weil die Hüte in alle Richtungen gehen. Da Bomben in alle Richtungen. Da ist überall Feuer. Ja. Weshalb der die schwieriger ist. Harriet heißt die übrigens. Guck, das ist doch voll easy. Die haut das immer im Boden. Kommt sie irgendwie wieder auf UFO? Und ist sie dabei lachen? Junge, wie... Oha. Die lacht halt richtig dabei. Oha. Oha! Ja, geil. Ja, lass sie doch erstmal rumwedeln. Nee, gibt's nicht. Du hast doch so zwei Herzen, lass sie rumwedeln. Warum? Ich dachte gerade schon, es liegt wieder auf, ne? Nicht so einfach ist der Gegner. Ja. Die anderen kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Aha! Junge, es gibt einen grünen Dreiermond. Ein Multimond. Multimond? Ja. Ja? Ja, ein Multimond für dich! Kopfstandpyramide! Ich hab nicht weiter gesehen. Was da schreibt. Gesegnet. Gesegnet, da ist der Herr. Wieso haben wir erst 7 Minuten? Ja. Lol, es ist ja dunkel. Wie schnell du dich vor allem fertig gemacht hast. Deswegen, du musst ja dann sehen, in den 7 Minuten, in den 8 Minuten jetzt, bist du durch die ganze 2D-Scheiße da und hast den Gegner noch alle gemacht. Deswegen, also. Schon krass, ne? Daher kommt die Kälte. Ja, dann machen wir weg, ne? Diese miese Brudel. Harriet Brudel hat's uns echt nicht leicht gemacht. Aber wir greifen uns weiterhin unsere grünen Monde. Oh, die Kopfstandpyramide schwebt. Und es ist erheblich kälter geworden. Ja, toll, das macht's. Ja, das macht das Ganze jetzt nicht besser. Hätten wir die mal leben gelassen da. War hier Bowser am Werk? Der Kerl bringt immer nur alles durcheinander. Es muss hier ja noch mehr Eis sein, überall. Ja, das, ich sage ja, das macht das Ganze jetzt nicht besser. Ach du Scheiße. Habe ich gar nicht krass mit gerechnet. Tote. Und Tote. Ach du Scheiße. Wir gehen nicht. Kann ich drauf? Ey! Kauf was aus dem Shop. Das ist die einzig richtige Lösung jetzt. Meinst du? Ja, komm. Ja, ja, klar. Das Wester-Outfit. Wir brauchen das. Wilder Westen, Junge. Du sollst den fragen und nicht die Wand hochspielen. 25. Das können wir uns nicht leisten, alles. Und das sieht blöd aus, wenn es unvollständig ist. Ja, du kannst ja auch erstmal warten. So. Aber ich weiß, was ich kaufen kann bei dem Penner. Achso, ist der Herz, ja, das ist ja easy. 6 Leben ist ja, besser als 2. Einfach raus. Der Knecht, ey. Der Knecht. Eine Nuss fehlt dir auch noch eigentlich, ne? Jo, stimmt, warte mal, wir können ja eben da vorbei, die müsste ja ausgewachsen sein. Aha! Aha! Wüste Flora Samen in der Ruine. Nur noch eine.
Ja. Ja, und ich weiß jetzt nicht, was wir hier noch machen müssen, um ehrlich zu sein. Ja, da vorne rein. Da wo die Pyramide. Wir müssen die Kälte ausschalten, die Sonne. Ja. Siehst du, da links oben, da es gibt noch mehr Monde. Also wie viele von denen jetzt hier sind. Die gelben Säcke. Okay. Ey, hier geben wir richtig Gas. Die Typen. Ja, wie die gelben Säcke. Ja, die geben auch Gas, aber erst wenn sie mich. Ja. Wo ist denn eine Rakete? Oha. Ja, das war ja einfach. Hey, das war ja mehr als einfach. Was ist das denn, ey? Google-Willi-Durchbruch, Alter. Ich sag dir, jetzt hast du wieder 6 Leben, ich geb dir 10 Minuten. Also, das ist irgendwie nichts für dich. Doch, alles gut. Nee, du bist immer auf Risky. 6 Leben ist nichts für dich. Hab ich auch gesagt, oder? Ich hab's gerade vorausgesagt, Zuschauer. Es muss schnell gehen. Ja, ist nein! Halt so. Oh shit. Jetzt fällt er wieder runter. Jetzt nimmt er gleich noch ein Leben bei dem 2D-Kack jetzt wieder. Klar. Wer kennt es nicht, ne? Ja. Ich sah es bei dem ersten Level, wo wir übelst viele auch gefunden haben, auch mehr gab an Monden. Ja, da gab's noch ein paar. Aber wir sind hier meistens schon am Limit, würde ich sagen. Nee. Ey, die kommen aber auch. Du brauchst jetzt Übersicht auf jeden Fall. Lang halte ich diese Kacke Kälte nicht mehr aus. Kacke Kälte. So, was hat er mir zu sagen hier? Komm, sag mal. Ja, dann der hier. Da unten scheint irgendwas zu sein, aber ich traue mich einfach nicht hineinzuspringen. Egal, der Mario Regel. Ach, weißt du was? YOLO! Tot. Ja, ist halt irgendwie. Ach du, oh nein. Das kann ja was werden. Der Mario friert sich jetzt richtig den Arsch ab. Ja, hier unten ist nochmal kälter. Wetten, wenn ich da reingehe, komme ich wieder oben raus? Nee. Nee, locker. Ja, das Rohr geht nach oben, ist ja logisch. Also ich will. Ich hatte so Angst vor die Scheiße und das Eis ist halt auch so schlimm. Ja. Schon wieder, ey. Alter. Das Eis ist so nervig. Alter, wo kommt der her? Nein, den bräuchte ich noch. Na ja, egal. Jetzt aber mal entgegenrennen hier. Das ist ein brauner Sack. Ich wollte nicht töten, Mann. Ich brauch die noch. Ja, dann box mal einen an. Kettenreaktion ist da dann. Ja, jetzt hast du Spaß. Okay, ich komm ja gar nicht bisschen. Nice. So. Ja, da sind ein paar Dudes. Okay, wie soll das denn jetzt funktionieren? Ich hab keine Ahnung. Ich lass. Ja. Ich weiß, wie es jetzt schon funktioniert. Ja, stimmt, ich auch. Das ist jetzt aber. Du hast ja nur noch ein Leben. Jetzt nicht mehr. Jetzt kannst du auch da oben hin. Ich muss Gas geben. Okay, springen können sie. Ja, du, ob du. Die können immerhin nicht ausrutschen auf Eis. Aha! Wie die nicht ankommen. Blöd muss man eigentlich sein, ey. Wow. Pass auf die drauf. Ja. Na! Ah! Lol. Jetzt bist du gleich tot, pass auf. Jetzt laufen die Penner mir so hinterher. Die blöd, ey. Sterben jetzt alle. Jetzt sind sie weg. Nee, da leben noch welche. Willst du das nicht mit Mario machen besser? Als mit den Viechern? Die Penner sind besser, weil die nicht rutschen auf dem Eis. Alter, ich dachte gerade, das kommt hier drüber. Welcher ging jetzt Seiten hin, der, wo ich jetzt gerade drauf bin? Ich glaube schon, ja. Der muss doch auch irgendwo hinführen, oder nicht?
Tüte auch. Da hältst du jetzt die großen Säcke. Oder sind die respawn? Müsstest du auch mal gucken, ne? Ne, die sind halt. Ah, doch, das ist ganz gut, dass die jetzt einzeln sind. Jetzt sind wieder ein paar von denen gestorben. Solange die jetzt so bleiben, wie sie jetzt sind und keiner rund. Die müssen da oben bleiben. Wenn die weiter sterben, dann habe ich ein Problem. Nein, ihr dürft mir nicht sterben. Ich brauche euch. Ich die ganze Zeit, weil die so blöd sind. Ja, gut. Ja gut, wir sterben auch, weil die so blöd sind. Eigentlich. Das machen wir nochmal jetzt. Wir versuchen es jetzt noch einmal. Wenn wir sterben sollten, dann machen wir das halt nächste Folge. Ich war ganz schön fix unterwegs hier. Wie schnell der rennen muss, um ihn nicht runterzufallen. Ach man. Ja. Der soll mich andersrum rauslassen, so. Ich kann es einfach nicht! Du kannst es auch einfach nicht, ey, mein Gott. Vor allem, du hättest ja gar nicht lang können. Ja, ich hab aber. Ja, das brauchen wir nicht aktivieren. Wie schnell der auf mich zugerannt kam. Aha. Ja, der Vorteil ist halt, wenn du es jetzt nicht aktivierst, dann läuft richtig. Ja. Ach, mein Gott, ey, jedes Mal, ey. Ja, hallo. Hallo? Sind so blöd, die Viecher, ne? Alter! Übernehmen wir doch jetzt direkt in diesen großen, fetten Haufen. Jo! Noch größer. Dreh dich mal! Was ist das da hinten? Ah ja, die Röhre, ne? Ich höre hier aber einen Stern. Ja. Ein Stern. Da kommst du auf jeden Fall ran, vor allem der Stern, ne? Als mir fehlt einer. Wo ist der eine? Wenn ich. Ne? Ja! Ja, jetzt pass auf, dass du jetzt nicht in den Abgrund fliegst. Ja, ich weiß nicht, wo er hinspringt. Ja, super. Ja, das ist ja egal. Der Turm ist hoch genug, immer noch, um da an die Dinger dran zu kommen. Ja, ich sag's nur nicht noch einmal hier. Ich kann ja springen, also würde ich immer noch dran kommen, wenn einer weiter hoch geht. Aber hoffe ich jetzt mal nicht. Oh. Das sieht doch solide aus, ne? Das ist solide, ja. Wie die auch gucken, ey, so richtig. Ja, jetzt musst du jetzt schnell machen, genau. Oh. Ja! Alle tot! Ja, ich dachte mir, komm, machst du nicht mehr. Du brauchst sie jetzt definitiv nicht mehr. Ja, und es gibt gute Münzen. Ach so. Wie soll das denn funktionieren? Ich kann den noch gar nicht übernehmen, oder? Doch, jetzt. Oh, der hat ja eine Mütze auf! Den zu übernehmen. Ja, der hat wieder neue Energie. Und der 1 wird nicht so gut. Der hat immer noch eine Mütze auf. Ich weiß. Ich weiß schon, ey. Und jetzt wäre diese Lampe nicht, ne? Jetzt kommt locker ein Bowser, Junge. Ey, warte! Ja, wir sind schon mal 19 Minuten. Ja. Ja, dann, ja, dann tiefster Untergang. Untergang? Underground. Underground. Ja, underground. Hast recht. Dann machen wir das gleich weiter. Der Mario friert sich hier so lange ein ab. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge von Super Mario Odyssey. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst Bewertungen da und vielleicht ein Abo. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Mal gucken, was uns da erwartet. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Und sehr kalt sieht es aus. Ja,
und da oben ist er Rubber. ja, dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Ciao.